Hallo Leute, was geht bei euch? Ja, mich haben viele Leute gefragt. Sie wollen einen Minecraft-Account, haben keinen Bock mehr auf so einen scheiß gecrackten Account, wollen auf Gomme spielen, wollen auf Mineplex spielen, wollen auf irgendeinen Premium-Servern spielen. Ich habe hier die Lösung für euch. Alles, was ihr tun müsst, ist simpel und einfach. Hier im linken Bildschirm, im linken Teil meines Bildschirms, im linken Teil oben meines Bildschirms. In Deutsch. Rechten Teil unten in Englisch. Erstens dieses Video liken, zweitens abonnieren, drittens eine E-Mail schreiben auf Minecraft 1722002@gmail.com. Dann auf meine Antwort warten. Oh mein Gott, was habe ich da geschrieben? Meine Antwort warten und zu guter Letzt auf meinen Server spielen und jeden Tag voten. Das wäre dann so ziemlich alles gewesen. Hier könnt ihr die App sehen. Ich werde sie euch auch nochmal in die Beschreibung reinpacken, so dass ihr euch ganz sicher seid. Und es kann sein, dass ein paar Accounts nicht funktionieren werden. Wenn ein Account nicht funktioniert, mir bitte die E-Mail-Adresse schicken und das Passwort, das ich euch zugesendet habe, damit ich diesen Account als fehlfunktionierend eintragen kann und damit ich weiß, dass dieser Account nie funktioniert. Nochmal, es ist alles legal. Naja, so legal ist es auch wieder nicht. Egal, aber es interessiert wahrscheinlich eh die meisten nicht. Also, auf jeden Fall mal, ihr wollt wahrscheinlich nur einen Minecraft-Account haben, deswegen schaut euch dieses Video an. Und das war's. Ich werde dieses Video extra so tarnen, dass es die Leute nicht finden, weil ich habe wirklich keinen Bock, jeden Tag 1000 E-Mails zu bekommen, was ich eh nicht werde. Ich bin zu ein kleiner YouTuber dafür. Ich bekomme doch trotzdem hier eine E-Mail in der Woche oder sowas, was mich dann auch schon ziemlich angeht wird, weil. Um einen Account zu finden, der funktioniert, brauche ich circa eine Stunde. Ja, egal, mir ist Fahrt, deswegen tue ich das. Ja, das war's dann. Sage ich mal Tschüss und noch einen schönen Tag und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Generell war es generell eh scheiße.